Okay. Einfach sich wieder beruhigt. Soll ich runter oder willst du? Geh du ruhig runter. Du hattest am Anfang erst gedacht, die Blüte, um Gottes Willen, aber danach solide. Ja, es war sehr schwer, weil ich einfach keine Ahnung, das war ging ich aber. Und bei Sterne-Restaurant, das hatten wir hier schon, dieses Wort hatten wir schon 50 Mal hier drin, glaube ich, ja. Und dass da keiner von euch die Geldbörse gesehen hat. Und der sagt es ja noch richtig. Er sagt ja, warum schreibt er denn, warum schreibt er denn, Sterne-Restaurant, ja, das hat schon den Grund gehabt und sowas. Ja, okay, aber das ergibt gar keinen Sinn, Bruder. Also was hat das mit der Börse zu tun? Wir schon, die Geldbörse, weil es geht halt auf die Geldbörse. Wenn du da ja, Faro, da stand aber Börse und nicht Geldbörse. Das hatten wir aber hier bei Faro schon zehnmal. Faro, aber für Sternrestaurant gab es viel wahrscheinlichere Wörter. Es hätte nur dann Sinn ergeben, wenn es absolut keinen Zusammenhang gäbe. Dann guckt man nach dem Stress. Ich kann dir sagen, Limousine war nicht näher, weil nicht jeder mit der Limousine zum Sterne-Restaurant fährt, aber für aber jeden es geht um Luxus-Sterne-Restaurants. Aber Luxus viele Limousinen sind auch von Mercedes. Ja, aber viele kosten, aber viele ist für alle teuer. Für jeden, der da reinkommt, ist es teuer und geht auf die Geldbörse. Also es gibt da keine Ausnahme, es ist für keinen billig da drin, ne? Also für Ribéry war es so günstig, dass er auf sein Steak hat nochmal ein bisschen Gold drauf klatschen lassen. Ist so. Das ist trotzdem nicht günstig. Das ist immer noch teuer. Ich bin so reich, ich kann da immer für ihn war das günstig, Faro. Sag ich dir, wie es ist. Für ihn war das günstig. Ja, ich glaube nicht. Aber ja, das war, da habe ich ja noch gar nichts so Schlimmes gesagt. Das waren alles, die anderen waren graue Wörter, das war alles. Ja, aber da kannst du uns nichts. Nee, kannst du nicht. Also wirklich nicht. Nur mit dem also Sieger, das war das, was mich am meisten aufgeregt hat. Dass ihr nur die drei gesehen habt. Nein, haben wir doch nicht in der ersten Runde noch nicht ein Wort verlangt. Du bist ja später gekommen. Du bist ja später gekommen erst. Ja, aber da hat der Tierste schon rumgeklickt gehabt, wie wild. Ja, aber es ist doch der Gedankengang, Faro. Es ist doch, oder Hauptmann hatten wir davor, es sind die Gedankengänge. Ich klick doch auch erstmal durch, was ich im ersten Moment am naheliegendsten sehe, dann klicke ich an und dann gehen wir das nochmal in Ordnung gemeinsam durch. Aber das bei der das war halt das, was uns getriggert hat. Das Wort, also ja, das kommt aus der Pause. Ja, genau, aber für uns ist es das Safe-Call-Wort. Und dann sind wir obviously genervt, weil wir nicht weiter raten können. Genau, das habe ich aber getankt und das war auch gut, weil den Rest haben wir doch auch getankt. Im Rest haben wir doch auch getankt. Ich habe sogar bei Fokus gesagt, ich sehe komplett. Du hast sogar noch in der nächsten Runde gesagt, du siehst eher Sieger wie bei Frieden wie Streit. Und Terst hat aber dann gesagt, nee, also ich würde eher Streit nehmen. Du hast du gesagt, ja, dann klick Streit. Du hättest nämlich Sieger angeklickt, Smaggy. Also nicht reden jetzt hier, ja? Ja. So, ich gehe jetzt auch ganz kurz an den Rauchen. Ich wollte es nur nicht dazwischen, aber kannst du dich an deinen 50-50-Gamble mit den Pflanzen das eingehen? Klasse, das war genau das Gleiche. Maru, der Fahnendreher, so nenne ich den. Maggie, was hast du dir zu trinken gemacht? Welche Hydration von Holy? Ich mach mir gleich ein Energy von Holy. Und zwar den neuen Blood Orange Bad. Okay, ich hätte mal Bock auf dieses Strawberry Kiwi. Das ist auch geil. Wie schmeckt das? Auch geil. Hat da jemand eine frühe Lieferung bekommen, ja? Ich hab das vor einer Woche schon getrunken, sogar on stream. Ich hab nur nichts gesagt. Oha. Und das war richtig lecker. Mein Release war ja heute 12 Uhr. Mhm. Was ich dir noch empfehlen kann, ne? Einer der geilsten Hydrations aus meiner Sicht ist die hier die Sorte Drohne, Pink Grapefruit, Bruder. Ah, okay. Ja, weil weißt du, was das geil ist? Wir haben über Holy geredet, Tess ist direkt früh muted. Ja, muss ja auch. Die Sau schickt mir als Zwischenspeicher, Bruder, das ist so eine bodenlose Frechheit. Ich möchte den Namen nicht nennen. 3 für 2 mit dem Code Terste. Aber weißt du, was ich wieder gut fand, Maggie? Dass du das Optik gesehen hast bei Focus Money. Ja, das war ja auch stark. Das war ja auch obvious. Das habe ich die ganze Zeit den Leuten Perspektive erklärt, es geht um Optik bei Sterne-Restaurant. Oder wie Terste sagen würde, offensichtlich.
Das fand ich wieder gut. Und ich habe aber gehofft, dass ihr Verlag noch klickt. Das dann hätten wir alle gehabt. Ne? Rotation. Eine Rolle rotiert. Eine Speiche rotiert. Und eine Lokomotive hat Rotation. Ja, aber du hast auch hier noch den Zug. Okay. Na, nee, mach den Zug weg und die Lok auch weg. Was ist halt denn von Schloss? Es ist der Rotor vom Hubschrauber. Ja, Hubschrauber sehe also ich 100%. Auch. Den können wir direkt, also sonst können wir Alt F4 drücken. Wally, also. Okay. Aber das Schloss ist auch mit drin. Die Zylinder, die rotieren auch halt, ja. Im Kreis. Genau, die drehen sich oben auf dem Berg, Faro. Natürlich. Nee, nein, ein Schloss. Ey, weißt du, dass ein Schloss nicht nur ein Gebäude ist? Du kannst auch was abschließen mit einem Schloss. Hm. Speichere ich aber nicht. Wie machst du denn deine Tür auf? Mit einer Rotation des Schlüssels. Ich habe Vorhänge daheim. Ich ziehe den einfach zur Seite. Ach, ja, ich habe einen Fingerabdrucksensor. Schluck die Rolle oder Speiche? Hast du gar. Also Speiche eher, oder? Eine Speiche dreht sich auf jeden Fall. In die Rolle auch, oder? Und eine Rolle auch. Abfahrt. Wild Guess Schimmel, oder? Ja, mach mal. Geschichte 6. Es kommt einfach voll, Alter. Ich finde es gut. Geschichte ist gut. Schön. Also ich würde mit Buch, Weihnachten und Text anfangen wollen. Das sind so Römer, Wörter, die... würde ich auf jeden Fall auch sehen, weil Römer ist auch Geschichte. Ja, aber ich würd erstmal mit diesen drei Wörtern anfangen. Die sind für mich bei Geschichte, bei diesen Wörtern, bei 6 müssten die drin sein. Lass mal... Ja, lass die dreimal klicken, weil dann brauchen wir nicht weiter überlegen. Also, ja. Leute, ihr müsst euch bei einem Sechserbegriff auch mal ein bisschen Zeit geben, ihr Trottel. Halt dein Maul. Halt die Fresse, das war ja wohl obvious. Also, Junge, ihr kannst, lest doch kannst, nicht mal alle und Lukas, kriegt schon. Ist dass du, bei, ne? dass du bei Geschichte Text nicht, dass das mit drin ist, ist ja wohl klar. Also, da brauchst du doch nicht reden drüber, Terste. Also, ja, wirklich. Also er kann es ja mitdenken bei einem Sechserbegriff, ist ja alles fein, ja, so. Aber dass er das jetzt sagt, so, oh nee, das ist so, auch wenn wir alles lesen, hätten wir trotzdem Text angeklickt. Ja, ich wollte gerade sagen, also das war ja auch der Grund, warum ich gesagt habe, die loggen wir ein. Das ist wie der Pflanzenbegriff, Terste, das ist wie der Pflanzenfresser. Terste, das ist wie der Pflanzenfresser. So, das ist egal, wie lange ich mir alles durchlese, ich klicke immer wieder auf scharf. Und genauso werde ich auch, egal wie oft ich mir das durchlese, werde ich hier immer wieder auf Text klicken bei Geschichte. Wollt ihr jetzt noch ein bisschen austauschen? Ja. So. Kann das echt alles nicht mehr denken. Ich hab mir fast an dem Chip verschluckt. Das ist ja lebensgefährlich. Wir haben ja eh schon das halbe Board angeklickt. Also wir haben ja alles schon gelesen gehabt. Ja? So ist es ja nicht, dass wir nicht noch nichts gelesen hatten. Ja. Ich habe Römer auch zum Beispiel sehr gesehen, aber also Text gehört halt dazu, ne? Genau, Römer, Nikolaus, Ausgabe sehe ich auch und sowas definitiv, ja. Schloss könnte man auch sehen als Geschichte dann noch. Aber das Gute ist, wir haben jetzt die nächsten 6 Runden Zeit. Ne, 4 sind es ja nur, weil 2 haben wir ja gelöst. Die anderen noch mitzugessen, weil der gibt ja nicht drauf. Die nächsten 4 Runden. Ja, wir haben noch 4 offen. Das heißt, wir können jedes Mal 1 mit Wild gessen dann. Naja, weil Terste macht es ja nicht. Genau, Terste gibt nämlich nie oben drauf. Aber vielleicht fängt er heute an.
Ja, wäre schon gut, wenn wir noch 4 offen haben, ne? Ich sag, wie ist das, ja? Könnt ihr mal bei Privat schreiben, so 4 plus x muss er rechnen. Ne? So, und dann schreibe ich dahinter, x ist die Zahl, der, wo du da als nächstes Wort beschreiben willst, sodass er ein bisschen draufkommt, wie das funktioniert. Ein Piktogramm machen. Ja. Der Lieblingschips. Stimme. Warum beim Amboss-Kopf? Ich glaube, Amboss und Steigbügel, das sind Dinge in deinem Ohr. Ah, das ist richtig, ja. Und ich weiß jetzt nicht, ob Rachen zum Kopf noch dazugehört. Es ist halt, ja, das hat noch was mit der Stimme zu tun, ne? Stimme, Orgel. Eine Orgel hört eher Stimme, Musik. Ich würde fast mit dem Amboss sogar zuerst gehen. Ja. Dann darfst du den Rachen auch nehmen, der muss ja dann. Mhm. Also den sehe ich, Stimme, Rachen. Da brauchen wir nicht weit wissen, oder? Das Problem ist, die haben ja eigentlich noch 4 in petto, da muss Terste nur 2 ergeben, ne? Also, nee, keine Sorge, Terste redet ja nicht drauf. Aber wir können ja 2 ja, dann können wir 1 weit gessen. Aber bevor wir jetzt denen noch was schenken, hätte ich jetzt eher auf Beenden gemacht. Okay. Hey, wer, wenn der Sommergeschichte 6 macht? Nikolaus Römer Schloss. Das sind die 3, die ich so am nächsten noch sehe. Dann die Ausgabe sehe ich auch irgendwo, ja. Warte kurz. Bin kurz auf Krach. Es kann halt im weitesten, kann es viel sein, ja. Keine Ahnung. Auch Brasilien hat eine Geschichte, ja. Die Lokomotive auch. Ja, wie heißt die eine da? Die Lokomotive. Da gibt es sogar eine. Da gibt es sogar Kindergeschichten drüber. Thomas. Thomas, genau. Thomas, ja. Die Lokomotive, ja. Ich höre dich wieder, ne? Warum? Achso, okay. Ich habe meinen Akku gewechselt. Achso. Von meinem Kopf. Also ich sehe auf jeden Fall Nikolaus Römer Schloss so für Geschichte. Es kann aber im weitesten Sinne auch Brasilien sein, Lokomotive sein, ne? Keine Ahnung. Vielleicht gibt es auch Bergbaugeschichte, weil er aus NRW kommt, wie du mir letztens erklärt hast. Vielleicht ist auch der Stollen mit drin, ja. Das kann auch die Ausgabe sein, ne? Aber da ist noch viel, was möglich ist. Na, viel Zeit haben wir nicht mehr, ne? Ja. Eigentlich muss er nur ein Zweierwort verbinden, ne? Und uns die 4 draufgeben. Ja. Eigentlich. Wenn wir das dann holen, dann wäre das Comeback des Jahres.
Ich muss sagen, das Wort Kopfstimme war krass, weil ich hätte den Amboss hätte ich halt da gar nicht gesehen. Ich hätte auch nicht gewusst, dass das Amboss heißt, da wo, ja. Kein Problem, dafür bin ich da. Ja, das war schon gut, ja, ehrlich gesagt. Ja, das war schon. Achtung, alle Zuschauer, hier lernen Sie noch was. Ja, Amboss und Steigbügel. Ja, das hätte ich nicht gewusst, ja. Jetzt kommt nach dem Game, kommt Privet und sagt, nee, den habe ich gar nicht gesehen. Ich dachte, ja, das gar nicht Brasilien. Nee, ich glaube schon. Ja, ich glaube es auch, sonst. Ich glaube schon, dass es die da waren. Ich habe gerade vorhin gefragt, was sind eure Lieblingschips? Antwort war null. Oder esst ihr keine mehr? Ich bin nicht so der Chip-Fan. Ich bin Bio-Chips. Relativ basic mit so Paprika-Chips. Ja, es gibt von so Barbecue-Chips, heißen die, hast so einen Schaschlik-Spieß vorne drauf oder sowas. Oder? Die sind mega lecker. Boah, die finde ich so gut. Die Grubenbahn. Also, Stollen, Glück. Glück wegen Glück auf. Ja? Lokomotive für die Bahn. Ja? Ja, Zug ist auch auf jeden Fall. Also Stollen, Zug, Lokomotive, Glück muss es sein, ne? So eigentlich, ja. Guck mal, lass also doch mal. Lokomotive und Zug für Glück, für die Bahn und Stollen und Glück auf. Ich will keinen Druck machen, aber ihr habt noch 20 Sekunden. Ja, lass klick doch mal die anderen an. Römer Schloss, klick mal noch an, was wir noch denken, dass wir haben. Ja, lass mit Lokomotive anfangen. Ja, würde ich sagen. Und aufhören. Und aufhören damit. Bitte Lokomotive als erstes. Bei Grubenbahn. Ich kann gar nicht. Suali, würdest du eintüten? Oh ja, Verlierer, ja. Also zuerst, ich sage, was da die grottigste Runde, glaube ich, die du je gespielt hast. Und Glück, hast. Ja. Ja, klar, oder? Oder warte? Ja. Nee, Faro, nee, nicht. Ihr überlegt, ich kenne die Grubenbahn nicht, Bruder. Ich kenne diesen Begriff nicht. Ja, aber ihr habt Lokomotive und Zug. Also eins davon ist richtig. Und anstatt erstmal den Stollen zu nehmen, nehmt ihr das, wo 50-50 ist quasi. Warum, ihr seid ein bisschen am Trollen. Warum soll nur eins? Denkt ihr gar nicht an Römer, an Historik, an Vergangenheit, an Schlosskarte, das alles bei Geschichte. Also habe ich auch nicht alles angeklickt? Habe ich nicht alles angeklickt oder habe ich auch nicht alles gesagt? Nee, in der ersten Runde hast du Instant Text eingeloggt. Anstatt also meinem Sechserwort müsst ihr auch mal ein bisschen überlegen. Wir hatten noch Römer offen, wir hatten noch Nikolaus-Geschichte offen, wir hatten Ausgabe noch angeklickt, wir hatten Schloss noch angeklickt in der ersten Runde. Wir hatten auch Lokomotive noch gesehen. Danach haben wir ihr habt eine Minute. Und dann haben wir aber gesagt, Runde bei einem Sechserwort. Und habt erste. Doch. Aber wenn ich jetzt gerade so sehe, ne, Bruder, Minute ich sag dir aber, Terste, das ist komplett egal, was wir geklickt hätten. Auf Gürtel wäre ich nie im Leben. Gürtel habe ich ja auch gar nicht beschrieben. Ja, aber was? Ja, aber das ist doch dann scheißegal. Aber es ist doch dann scheiß. Ja, aber es ist doch dann scheiß. Ja, genau. Karte wäre auch ganz wichtig. Also ich habe hier 9 Begriffe, 8 Begriffe von 9 beschrieben, was ist jetzt scheißegal. Ja, okay, aber das ist doch dann egal, Bruder, weil die haben ja zu Ende gemacht. Also wir hätten ja eh nicht die Runde holen können. Ja, aber ich musste ja, Junge, ihr habt beim ersten, habt ihr 2 von 6 Begriffen genommen. Deshalb, ja, wir hatten noch 4 offen und du hättest nur noch einen Zweier beschreiben müssen und dann hätten wir versucht, die anderen 4 zu lösen, ne? Ich habe auch mit Grubenbahn 2er beschrieben, ne? Stollen und? Zug. Ja, okay, aber dann war noch Karte. Wir hatten 8 Wörter. Wir haben noch 8 Wörter, Bruder. Wir haben 8 Wörter nur. Für Geschichte war Weihnachtsgeschichte, Geschichtsbuch, Karte, Römer, Zug, das passt auch alles. Schloss passt auch. So, also deshalb habe ich mich ja abgefragt. Aber Text passt nicht. Aber Text passt nicht, oder? Text passt halt auch. Aber anstatt, also guck mal, die Sache ist, ihr lockt halt einfach instant Text ein. Aber ganz ehrlich, auf Karte wäre ich nie gekommen. Nein, das stimmt ja nicht. Lokomotive wäre näher wie Zug bei Geschichte. Bruder, wir haben erst Buch eingeloggt, dann haben wir Weihnachten eingeloggt und dann haben wir gesagt, für uns, und das haben wir sogar so gecallt, Bruder, wir haben mehrere markiert, wir haben gesagt, das sind für uns die 3 Saven. Und danach loggen wir Römer ein. Ja, aber da habt ihr genau, das habe ich sogar gesagt. Natürlich haben wir das angeklickt, alles andere. Nee, Schloss hast du nicht angeklickt. Ja, Schloss haben wir da zu dem Zeitpunkt nicht gesehen, aber das ist doch egal.
Ja, eben, deshalb sollte ja mal bei dem Sechserbruch ein bisschen überlegen. Ja, wir nach und nach unsere. Also, egal, also da ja, gehe ich nicht mehr auf der. Also wirklich, eine Terrasse. Wirklich, nimm dein Knie, Bruder, und viel Spaß mit deinem Knie.